gern geschehen. Hervorragende Tour. Gut, dass du dich so kurzfristig entschieden hast. Ne? Good weather today, ja? Yeah? Da hat einer seinen Stuhl gesichert, ne? So wie es ausschaut. Wunderschön hier, also wirklich ein schöner Strand. Schau, da haben wir einen Fischer. Ja? Also der ist nicht gefährlich für die Fischerei, so wie der fischt. So, die Karp. Schöner Strand, ne? Und keine Menschen da, aber schau, die Bäume haut es langsam alle um. Ne? Jetzt wieder seine Brille verkaufen, die er gefunden hat. Schau. Topf und Karp, Topf und Markarp. Oder verschenken vielleicht sogar. Schau mal, wie schön das Wasser ist hier. Toll, oder? Schau dir mal den. Nice, ne? Schöner Strand, oder? Habe ich früher auch gemacht, wie ich Sport gemacht habe, habe ich mich immer an die Bäume festgehalten, um Energie zu holen. Weißt du? Weil ein Baum ist ja ein gigantisches Lebewesen. Ja, ne? Das Problem ist, wir verstehen zu wenig. Da gibt es manche Urvölker, die verstehen mehr. Dass du bei fein nicht runterfällst da, gell? Ja, genau. Gell? Wir haben noch das Kraxeln gelernt als Kinder. Ja? Heute die Kiddies, die können das gar nicht mehr, du. Ich habe von meiner Oma, die hat es mir auch beigebracht, wie man auf den Baum klettert. Gesichert sogar, dass ihn keiner klaut. Ich denke mal eher, dass der Wind nicht weggeht, aber der ist fast wie neu. Oder? Wenn man sich das anschaut. Ha? Fast neu. Muss man schon so sagen. Ja. Der hält noch 100 Jahre. Schön, ne? Wunderschönes Wetter heute. Wunderbarer Himmel heute. Bin ich gar nicht mehr gewohnt, so einen blauen Himmel. War ja jetzt wochenlang grauer Himmel. Bin mir schon vorgekommen wie in Deutschland langsam. Ja, nur dass es wärmer ist, ja. Es wird langsam wieder angenehm von der Wassertemperatur.
Ich glaube, der Peter, der will nach Phuket zurückschwimmen, ne? Das Leben genießen, solange es geht. Ne? Genau, so ja. Ist es. Hat man ja wieder gesehen, jetzt, wie schnell es weg sein kann. Aber der Pfeife hat es auch genossen bis zum Schluss. Danke dir. Guten Tag. Wer ist denn da draußen? Der gehört aber nicht zu uns. Das ist der Thai, ne, der da schwimmt, oder? Der wollte weiter schwimmen. Ja. Ein blauer Himmel. Ja. Endlich mal wieder. Da hinten sind ein paar Wolken, aber ich glaube, da kommt heute nichts. Atemlos, ja. Ein richtiges Highlight heute. Schönsten Tag in meinem Urlaub. Deutlich. Vielen super. Dank nochmal. Gern geschehen. Gut, dass du dich so kurzfristig entschieden hast. Ne? Ich auch, ja. Bist doch rechtzeitig aufgewacht. Ne? Ja. Auch hier, wie man sieht, immer mehr Leute, aber noch lange noch nicht so wie vor Corona, aber das kriegen wir schon noch hin. Viele Boote wieder da, aber es war früher wirklich noch wesentlich mehr vor Corona, aber das kommt noch. Also Pipi war voll. Ich war ja jetzt in Pipi, da hatten wir 2 Tagestour. Da haben wir kaum ein Zimmer gekriegt, das war Wahnsinn. Aber alles junge Leute, alle so bis maximal 30. Ja? Ganz selten mal einer so in meinem Alter dabei. Kam mir schon vor wie ein Methusalem. Das ist die neue James Bond Lady wahrscheinlich. Ja, die weiße. Aber ich erzweifle. Auf die Entfernung. Haben wir jetzt öfters schon gehabt in letzter Zeit. Vorher, vor Corona eigentlich nie. Billy Gonzalez. Wir kommen jetzt zur Wandmalereien. Die sind angeblich 2000 Jahre alt. Da sieht man schon, ne? Die 130. Da, genau. Haben wahrscheinlich die Außerirdischen dahin gemalt. Da sieht man den Österreicher, der geht die Treppe hoch da. Ein alter Gamsbock. Oh. Der macht es ja besser wie ich. Ja gut, der hat noch mehr Balance. Ah. Oh. Er hat eine Lampe, wenn jemand eine Lampe möchte. Ich möchte nicht wissen, was die schon alles erlebt haben hier, die Millionen von Jahren.
30 Millionen Jahre sind die aus dem Meer rausgekommen. Das war kurz nach meiner Geburt. Da warst du schön, ohne Menschen. Hast dich gut gehalten. Ich habe mich gut gehalten. Die Einheimischen. Vorsicht, aufpassen auf den Kopf, gell? Nicht, dass ihr euch den Kopf anhaut. Also das ist schon so, wie ich gesagt habe. Aber ist ein riesiger, ist nur am Anfang, dann ist es riesig. Ist die so riesig, die Hülle? Die ist riesig, siehst du ja. Ja, also mir reicht bis daher. Ja, mir auch. Ja. Okay. Wie ihr wollt. Aber wir können ruhig gehen, wir können ja da warten. Ja, ja. Du weißt ja, im Dunkeln ist gut munkeln. Okay. Und beim Rausgehen wieder aufpassen, gell? Schön aufpassen auf den Kopf, weiter runter. Noch ein Stückle, dann kannst du sie aufstellen. Jetzt ist es okay. Kommt man auch nicht jeden Tag hin, gell, in so eine Höhle? Nee. Ne? Ah, die Sonne brennt heute. So, hier halten wir nochmal zum Schwimmen. Und zum Klettern, ne? Zum Gipfelklettern. Haben Sie sich verlaufen? Gell, du bist der Weibchen, ha? Der fragt, ich frage jetzt, was der sich denkt. Der sagt, da komm in Affen. Tschüss. Hätten wir doch ein paar Bananen mitnehmen sollen. Da ist ein roter Baum, rote Blätter. Und dann verpasst ihr auch nicht mehr. Super, give me five.